Hallo, ich bin's wieder, euer Rainer. So, heute geht's jetzt mal wieder weiter mit meinem Raimo 1.0. Ich zerlege das jetzt alles komplett und schweiß nochmal den Rahmen nach. Ihr habt euch hier da ein bisschen Sorgen gemacht wegen meinen Schweißnähten und wegen der Stabilität. Und ja, ich muss das jetzt eh zerlegen, weil ich es streichen und lackieren will und Rostschutz drauf machen möchte. Und dann habe ich mir überlegt, ich mache noch ein paar Knotenbleche rein und mache das Ding einfach noch ein bisschen stabiler. Und das ist so für heute mein Tagesgeschäft eigentlich bei der ganzen Geschichte. Okay, so, legen wir jetzt einfach mal los und zerlegen die ganze Kiste. Ich markiere mir jetzt mal alles, dass ich rechts und links nicht vertausche. Das ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann. Dann passt es auch nachher wieder. So, jetzt schauen wir mal, ob wir es aufgebockt bekommen. Das hat ja gut geklappt. So, jetzt kann ich mal loslegen, den Rahmen zu richten. Das erste, was ich mache, ist da hinten das nochmal losflexen, weil es ist so, sage ich mal übertrieben gesagt, ist das Rad ein ganz kleines bisschen schräg drin, ja. Deswegen muss ich da oben nochmal aufmachen und da unten, damit ich das einfach noch ein bisschen ausrichten kann. Das hat mich schon immer gestört und ja, dann ist auch der Ablauf vom Rad nicht sauber, das heißt, das Rad wird einseitig abgefahren. Und das möchte ich jetzt einfach nochmal korrigieren. Wenn ich jetzt schon dabei bin, dann kann ich das auch noch machen. Morgen! Was machst du? Fahrzeugbau. Warte schön. So, jetzt habe ich das Ding ausgerichtet. Jetzt kann ich das festschweißen und dann geht's schon weiter. Jetzt, Martin. So, jetzt komme ich auch richtig ran an das ganze Ding. Oh, hoppala.
So, ihr habt ja die Bedenken gehabt, dass hier in dem Bereich diese Schweißnaht nicht stabil genug ist. Jetzt habe ich mir hier aus dem Baumarkt solche, das sind glaube ich so für Dachstühle oder so Holzwinkel. Und die werde ich jetzt hier noch drauf schweißen als zusätzlichen Schutz. Und dann würde ich also sagen, ist das Ding wirklich ziemlich stabil. So, jetzt mache ich es auf der Seite auch noch und ja, das da Hannes sieht schon richtig stabil aus. So, wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt mit meinen Schweißarbeiten vorerst mal fertig. Ich muss vielleicht später mal noch die Halterung für den Akku und ein paar andere Sachen machen, aber das mache ich dann später, wenn ich dann genau weiß, wie ich das machen muss. Ich zeige euch mal ganz kurz von nahem, was ich jetzt da alles so gemacht habe. Und dann fängt es eigentlich an, den Rahmen zu schleifen, putzen und mal mit Rostschutz komplett durchzustreichen. Das mache ich jetzt noch. Also hier habe ich jetzt eine Querstrebe, um einfach das Ganze noch ein bisschen abzufangen, dass die hintere Schwinge schön sauber, stabil drin sitzt und hält. Hier so Dreiecke reingeschweißt. Und hier noch die Ecken verstärkt mit dem Blech. Ich habe jetzt hier so ein Entfetterspray und mit dem reinige ich jetzt das ganze Metall, damit einfach die Grundierung bzw. der Rostschutz sauber hält. Vorher kann ich schon mal So, jetzt habe ich hier meine Rostschutzfarbe und jetzt kann ich einfach mal anfangen, das Ding anzupinseln. Nicht wirklich eine anspruchsvolle Tätigkeit, aber muss gemacht werden.
So, ich habe jetzt den Rahmen hier das zweite Mal mit Rostschutz gestrichen. Also ich denke jetzt mal, das reicht soweit, dieser Rostschutz. Der nächste Schritt wäre jetzt mit der Sprühdose schwarz, mattschwarz möchte ich wahrscheinlich machen, das Ganze anzusprühen. Und ja, dann kann ich eigentlich schon wieder anfangen mit dem Ganzen zusammenbauen. Ja, ich habe jetzt keine Dose. Heute ist auch der Ostersonntag und ja, wir machen jetzt einfach mal Feierabend. Ihr habt auch gesehen, selbst der Osterhase hat bei mir vorbeigeschaut. Da habe ich mich echt tierisch gefreut, dass der bei mir vorbeigeschaut hat. Und ja, jetzt genieße ich den Ostersonntag noch, schneide vielleicht heute Abend noch den Film. Und das war es jetzt wieder von dem Teil, ja. Ich hoffe, ihr seid auch meiner Meinung, dass das jetzt wirklich von der Stabilität so ist, dass man das Ding auch ja, bedenkenlos fahren kann. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen hoch. Habt ihr den Teil jetzt zum ersten Mal gesehen, könnt ihr bei mir auf dem Kanal die ganze Entstehungsgeschichte bis zu dem Punkt hier mal anschauen. Würde mich freuen, wenn ich euch sehe oder auch ihr vielleicht mal ein Abo hinterlasst.